Sport gut leben können zunächst mal in der Regel in Europa und vielleicht auch in Südamerika die Fußballer natürlich. Damit Sportler privat vom Sport leben können, sind eigentlich zwei Faktoren relevant. Also der erste Faktor ist, wie sieht die Nachfrage in dem Bereich aus? Und das andere, die zweite Voraussetzung, ist der Wettbewerb. Also wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, also beispielsweise eine sehr große Nachfrage und ein geringer Wettbewerb, dann haben wir sehr große Einkommen. Ganz einfach daran, dass halt hier unterschiedliche Märkte bedient werden und die nicht, sagen wir mal, sich ineinander fügen. Ja? Wenn Sie jetzt Folgendes hätten, wenn Sie jetzt verzahnte Arbeitsmärkte hätten, also nehmen wir an, das wäre von der Leistung überhaupt kein Problem, dass Frauen in Herrenmannschaften mitspielen und Männer in Damenmannschaften, dann würde sich das Gehaltsgefüge natürlich auf der Ebene der Athleten wieder vollständig angleichen. Naja, es ist so, dass in anderen Sportarten versucht wird, zumindest vom Verband, sowas wie Equal Pay durchzusetzen. Also der Verband kann natürlich immer ausgleichend wirken. Ja? Also der Verband könnte jetzt, der DFB könnte hergehen und könnte den Männern genauso viel geben wie den Frauen. Sportlern ist es in der Regel so, dass hier durchaus zum Beispiel die Deutsche Sporthilfe finanziell unterstützend wirken kann. Unternehmen gibt es also so Möglichkeiten, beispielsweise bei der Bundeswehr, die hat also dann Athleten unter Vertrag, die dann ihren Sport betreiben können. Also Sponsoring spielt schon eine große Rolle. Also wenn Sie sich jetzt die Profiligen anschauen, dann trägt Sponsoring teilweise zu 20% oder 25% zum Budget bei. Wenn Sie aber nur eine geringe Reichweite haben, ja, eher lokal und so weiter, dann sind es mehr soziale Bindungen, die Sponsoren veranlassen, also hier zu unterstützen. Also beispielsweise das lokale Autohaus sieht sich einfach aus sozialen Gründen veranlasst, hier den lokalen Fußballverein zu unterstützen. Der Zustand der deutschen Sportstätten ist natürlich sehr stark unterschiedlich. Also wenn man bestimmte Bereiche sich anschaut, zum Beispiel entsprechende Bäder, die Bäderlandschaft, dann ist die natürlich sehr durchwachsen von der Qualität. Ansonsten ist es so, dass mittlerweile sehr viele Kommunen einen entsprechenden Sportentwicklungsplan aufstellen. Das heißt also, sie erfassen den Zustand der entsprechenden Sportstätten und versuchen dann, diesen Zustand der Sportstätten bzw. die vorhandenen Sportstätten mit dem zu vergleichen, wie die Nachfrage eigentlich ist. Es kommt immer auf die Kommune drauf an. Also viele Kommunen haben natürlich mittlerweile einen defizitären Zustand, weil sie, sagen wir mal, hier vor allem Mittel gespart haben. Andere Kommunen haben einen hervorragenden Zustand, die investieren auch sehr stark. Also ein flächendeckendes Bild abzugeben ist sehr schwierig. Also es hängt sehr stark von den einzelnen Kommunen ab.